Tief in den Wäldern lebt ein Volk, so uralt wie weise und der Natur sehr stark verbunden, was einem nicht zuletzt durch die beeindruckende Atmosphäre auffällt. Liebevoll sind ihre Grundstücke aufgebaut und hoch hängen ihre Häuser in der Krone des ältesten Baumes ihres Herrschaftsgebietes. Sowohl Flora als auch Fauna fühlen sich bei ihnen wohl. Eine schöne Umgebung, die Lust auf mehr macht. Am liebsten würden sie immer so verweilen. Doch sie passen sich nach und nach an. Denn die Realität holt sie ein. Ihr Name ist BHL. Wie ihr Name bereits beschreibt, stehen sie für Bauen, Handeln und Leben. Einzigartige Bauwerke mit gefürchteten Gängen und überaus prunkvollen Schmuckstücken zieren ihre Metropolen. Die große Pyramide hat schon viele in die Knie gezwungen und sie ist und bleibt nicht das einzige dunkle Geheimnis des Clans. Denn auch der Unterwelt sind sie nicht abgeneigt. Gemeinsam erleben sie viele Abenteuer und bereisen die ganze Welt, um auch jenseits ihres Einflussbereiches Handel zu treiben. 30 mutige Kandidaten versuchen an den Reichtum des Clans zu gelangen und in der BHL Mall zu shoppen reicht nicht aus, um ihren meisterhaften Schatz zu bekommen. Denn dieser ist weit mehr wert, als man zu bezahlen vermag. Wenn man dort allerdings shoppen geht, kann man dort nicht nur Markenklamotten kaufen, sondern gegebenenfalls auch das ein oder andere hübsche Gesicht sehen. Wenn die Kandidaten es nicht schaffen, sie zu besiegen, kann BHL ihren Reichtum weiter verprassen und Yachturlaube sowie Spieleabende untereinander veranstalten. Doch einer will die Kandidaten an ihrem Sieg hindern. Willkommen zu Bisus Clan Crasher! Eine lange Reise hat Biso auf sich genommen, da er von BHL gebeten wurde, den Angriff der Rebellen niederzuschlagen. Am Fuße des großen Baumes wird er in Empfang genommen, um den beiden Leitern des Clans seine Pläne schmackhaft zu machen. Gespannt warten die beiden schon auf die Unterredung, denn nichts wäre schlimmer als der Verlust des Schatzes. Die Ankunft erfolgt prompt und es wird über die verschiedenen Aufgaben für die Kandidaten gesprochen. Oh ja, Bisus Ideen finden offensichtlich Anklang, denn fröhlich verlässt er die Baumwipfel und macht sich auf den Weg zur ersten Aufgabe für die Kandidaten. Unterdessen sitzt der verschlagene Herrscher Dr. Odins weiterhin im Gefängnis von LPM. Lange hat er darüber nachgedacht, wie er von dort wieder fliehen könnte. All seine Pläne haben wohl nichts gebracht und ihn nach Jahren in eine schreckliche, grauenvolle Kreatur verwandelt, der es mehr als je zuvor nach Rache gelüstet. Die 30 Kandidaten versammeln sich und lauschen den motivierenden Worten des berüchtigten Generals Evil Ace. Er bereitet sie auf das Schlimmste vor, doch die Kandidaten laufen voller Vorfreude zur ersten Mission.
Sehen Sie noch einmal hier an uns vorbei zischen, bevor es dann letztendlich losgeht. Alle haben ein Grinsen und vor allem große Augen aufgesetzt, denn der Spaß beginnt. Da ist sie auch schon, die erste Mission. Die große Mauer. Innerhalb eines bestimmten Zeitlimits müssen die Kandidaten versuchen, über diese Mauer zu gelangen, hinten den Gang runterzugehen, noch bevor die Tür nachher zugeht. Jeder, der drin bleibt, ist automatisch raus aus dem Spiel und darf nicht mehr mitmachen. Alle warten gespannt, sowohl die Kandidaten als auch BHL, darauf, dass es losgeht. Ein kurzer Blick auf die Kandidaten und schon kann es beginnen. Mutig und vor Kraft strotzend sind die Kandidaten unterwegs und versuchen, die Burg zu erklimmen. Doch BHL weiß sich zu wehren. Sie schießen mit Paintballguns, um die Kandidaten daran zu hindern, nach oben zu gelangen. Und während die anderen noch versuchen, den Ausgang zu finden, ist das Spiel auch schon vorbei. Die zweite Aufgabe des heutigen Spiels. Es sind noch 26 Kandidaten übrig. Gerade einmal 4 Kandidaten haben es nicht geschafft, über die Mauer pünktlich rüberzukommen und den Durchgang zu überqueren. Wir sind hier am Drachensee und hier müssen die Kandidaten versuchen, von einem Stein zum anderen zu springen. Unser General macht es vor, allerdings mehr schlecht als recht. Eigentlich müsste man sagen, so macht man's nicht. Da er es aufgegeben hat, sitzt er jetzt im Wasser und wird von hier aus den Kandidaten den Weg weisen. Der erste Kandidat ist unser guter Reavers. Reavers schafft es gerade einmal zum dritten Stein, schon ist er raus. Das tut uns leid, aber keine Zeit für Trauer, denn der nächste Kandidat folgt. Und weiter geht's mit Marieschen. Na, wollen wir alle Marieschen? Sie ist unterwegs und springt von einem Stein zum anderen. Gekonnt, wie ein Engel. Nicht umsonst hat sie die Flügel umgelegt. Da kommt IQ'd Cow und versucht offensichtlich sein Bestes. Und er lässt, wie wir hier sehen, sogar den ein oder anderen Stein aus. Und hat es tatsächlich geschafft. Glückwunsch! Upsala, wer abrutscht, darf nochmal. Logisches Baum, nochmal zurück auf die Plätze und bitte noch einmal von vorne. Na also, das sieht doch gut aus. Ja, Sportkleidung macht einen sportlich. Und schon ist man am Ende angekommen. Ja, mit Team Please Fan. Oh, schöne Blöcke. Ja, auch sowas sind natürlich zauberhafte Dinge, finden wir besonders interessant. Insofern wird sowas auch gerne mal gezeigt. Team Please Fan hat es damit ebenfalls geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Der gute Hunter Dragon. Er ist der Nächste, der sein Glück versucht und schafft es bis zur Hälfte. Plötzlich ist er im Wasser. Oh nein! Ein kurzer Ausblick auf die Kandidaten, die es bisher geschafft haben. Und weiter geht's mit Connor Firefist. Er hat sich eine neue Taktik überlegt. Er wird sich in einen Power Ranger verwandeln und versuchen, die Steine zu überqueren. Na komm schon, Connor Firefist, du wirst es schaffen. Erster Sprung geschafft. Zweiter. Nein, nein, das kann doch nicht wahr sein. Selbst Evil Ace ist hin und weg und pinkelt sich vor Angst in die Hose. Oh, was haben wir denn da? Der Lenior, der springt schon wieder weiter. Hat sich tatsächlich die Gunst der Stunde zunutze gemacht und versucht jetzt so schnell wie möglich das Ziel zu erreichen. Doch die Legs haben ihn offensichtlich rausgeworfen. Oh, es tut uns leid. Das sind Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Sogar Moderatoren versuchen sich an Bisus großem Projekt. Und schon haben wir Cyrector da, meine Lieben. So wie es aussieht, läuft Cyrector sogar ins Wasser. Ob das beabsichtigt war? Na, wir wissen ja nicht. Die ersten beiden Runden sind um und während sich Bonsai und Hackeflummi, die beiden Leiter des BHL-Clans, in eben derselben Mall im Kino vergnügt haben, können sie im Anschluss direkt mal zu einem Fastfood-Restaurant gehen, denn der Hunger ist groß. Die Bestellungen werden aufgegeben und Bisu stößt dazu.
Er berichtet gleich, dass ganz, ganz viele Kandidaten in den ersten beiden Runden rausgefallen sind und dass es heute gar keine Anstrengung bedarf. Wahrscheinlich könnte man sogar ein Spiel weniger veranstalten. Ist das nicht toll? Die beiden freuen sich und verabschieden ihn. Viel Spaß. Der gute Dr. Odins derweil bekommt Besuch von einem Huhn. Es sieht so aus, als wenn er ihm einen Lageplan mitgibt. Eine Nachricht? Was könnte es sein? Das Huhn verabschiedet sich aus dem Gefängnis von LPM. Und offensichtlich war dieses Huhn nicht umsonst bei ihm. Da kommt ein Lurker, was der wohl vorhat. Das dritte Spiel beginnt, unsere große Kartenwand, an der wir immer wieder eine Tür zumachen. Es sind noch 20 Kandidaten übrig, die versuchen, durch die jeweiligen Türen zu gelangen. Von 5 Gängen kann sich jeder Kandidat eine Tür aussuchen und muss versuchen, komplett durch alle Wände durchzukommen, ohne dass etwas passiert. Alle zögern sie und haben Angst. Dabei haben wir bei der ersten Wand alle Türen aufgelassen. Eine unglaubliche Situation, aber es spielt sich tatsächlich so ab. Mariechen ist die erste Person, die unterwegs ist durch die Wände. Und da bleibt sie an der zweiten Wand hängen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Was für ein Pech. Du bist raus. Der nächste ist Mr. Moped. Mal sehen, ob er genauso schnell auch unterwegs ist, wie sein Name es verlauten lässt. Mr. Moped ist schon mal durch die erste Wand durch. Kein Wunder, denn da war keine Tür zu. Und die ersten 3 Wände hat er erfolgreich gemeistert, wird er die 4. Wand ebenfalls schaffen. Oh ja, oh, er hat es geschafft. Er hat es geschafft, durch alle 5 Wände zu kommen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die nächste Person ist unser Logo. Der schafft es doch, na Logo. Hängt aber trotzdem an der zweiten Wand fest. Verdammt! Ein Name, den man nicht aussprechen kann. Wahrscheinlich der, dessen Name nicht genannt werden darf. Läuft aber komplett durch alle Wände durch, bleibt aber an der letzten Tür hängen. Verdammt! Das Sorgenkind. Oh je, da machen wir uns die größten Sorgen, ob der das wohl schafft. Er weiß selber nicht mal, wo er langlaufen muss. Er hat es aber wahrhaftig geschafft. Unglaublich. Und da kommt Paladin Kress. Freut sich natürlich riesig, dass er es schon mal in diese Runde geschafft hat. Und begibt sich von einer Wand zur anderen. Na, mal sehen, was das wird. Ja, bis hierhin ist alles okay. Okay, okay, jetzt die richtige Tür auswählen. Es ist die letzte Tür und er hat es geschafft. Unglaublich, auch er ist wieder eine Runde weiter. Logisches Baum, den kennen wir schon aus der ersten Runde, versucht wieder mal sein Glück. Er sabbert vor Freude vor sich hin und findet die richtigen Türen. Die 3. Tür hat er schon geschafft. Auch die 4., da ist er durch. Die 5. Und damit ist er im nächsten Spiel. Einer der Begleiter des Moderatoren, Cyrecta. iScorpion. Durch die Legs, schön durchgeschossen und schön gegen die erste Tür gelaufen. Und verdammt noch eins. Zafiria, komm! Du musst auf jeden Fall die Ehre von Cyrecta wiederherstellen, du schaffst es. Zafiria begibt sich von einer Tür zur anderen und hängt tatsächlich an der vorletzten fest. Der General kann nicht glauben, dass so viele Leute rausgefallen sind. Er selber muss es auch mal probieren. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Da hat Bisu doch irgendwas verkehrt gemacht. Aber er schafft es durch die 2. Tür, durch die 3. Tür, durch die 4. Tür und ist am Ende angekommen. Also schickt er nochmal den Mod Cyrecta los. Vielleicht findet der noch etwas. Für Cyrecta wurde natürlich alles ein bisschen schwieriger gemacht und er hängt sogar an der ersten Tür fest. Oh je. Da wir nun eines der Spieler auslassen können, weil ganz, ganz viele Kandidaten rausgefallen sind, haben wir also die Möglichkeit, unsere Todeslöcher auch schon vorher zu präsentieren. Die Kandidaten suchen sich nach und nach ein Loch aus, durch das sie springen können, um dann durch den weißen Ausgang wieder rauszukommen. Aber Achtung! Um am Endspiel wirklich noch Kandidaten da zu haben, hat Bisu sich entschieden, einen statt 2 Gängen zu versperren.
Der dritte Kandidat hat's geschafft. Und auch der gute Paladin Chris ist durch. Und so meistert einer nach dem anderen den Weg. Es ist unglaublich, wie viele Kandidaten tatsächlich dann hier durchkommen. Das kann doch nicht sein! Bisu hat sich tatsächlich für den falschen Weg entschieden. Er hätte die beiden Löcher zumachen sollen, denn ein Kandidat nach dem anderen kommt durch den Ausgang raus, um im Endspiel gegen BHL anzutreten. Für Bisu ist einer der schwärzesten Tage seines Lebens. Er muss abhauen, denn BHL ist total wütend, dass so viele Kandidaten im Endgame sind. Das ist nicht gut. Und als wäre das nicht alles, kommt Paladin Chris als Lurker in das Gefängnis von Dr. Odins. Er hat extra den langen Weg auf sich genommen, nur um ihn zu befreien. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Offensichtlich war das Huhn ein Nachrichtenübermittler, denn Paladin Chris bedauert den armen Dr. Odins. Wie konnte er sich nur gefangen nehmen lassen von LPM? Ausgerechnet so ein hochintelligenter Mann, der weiß, wie man Bisu beikommen kann. Als wenn einmal TNT nicht reicht, wird hier alles vollgestopft. Der gute Dr. Odins bedankt sich. Paladin Chris nimmt schön weiten Abstand. Denn das, was Dr. Odins mit dem Gefängnis von LPM vorhat, ist weder gesund, noch wird es LPM gefallen. Dr. Odins wirft noch einen letzten Blick auf die Situation und zündet das TNT an. Vielleicht war es nicht unbedingt die gesündeste Art. Aber egal, er ist frei und gemeinsam mit Paladin Chris macht er sich auf den Weg, um Bisu aufzuhalten. Das letzte Spiel am heutigen Tag, das große Schneemannschubsen. Noch 7 Kandidaten sind übrig. In diesem Spiel ist es nicht erlaubt, den Schneemann zu schlagen. Man schubst ihn lediglich über die Eisfläche und versucht ihn ins gegnerische Tor zu versenken. Das erste Team, das 2 Schneemänner in den Toren versenkt, hat am Ende gewonnen. Die 7 Kandidaten laufen nun ein, gemeinsam mit BHL, die ebenfalls ein Team bilden. Sie alle sind hochmotiviert und wollen den Schatz haben. Hier sehen wir noch einmal die komplette BHL-Mannschaft, die darauf wartet, dass die Angreifer ihnen Paroli bieten. Und auf der anderen Seite stehen unsere Angreifer. All die Kandidaten, die es geschafft haben, in die Endrunde zu gelangen, mögen die Spiele beginnen. Ein großes Gewusel auf der Eisfläche, doch da passiert es. Plötzlich ist der erste Schneemann im Tor. 1:0 für die Kandidaten.
Und da ist es soweit. Tatsächlich haben die Kandidaten es geschafft, auch das zweite Tor mit reinzubringen. Oh, das bedeutet nichts Gutes für Bisu. Denn tatsächlich ist er an seiner Aufgabe gescheitert. Jedoch können die Kandidaten den ganzen Abend feiern. Denn der Schatz gehört ihnen. Am Abend versammeln sich alle in der Baumkrone des uralten Baumes von BHL. BHL, noch sichtlich zerstört, wartet bereits auf die Kandidaten, um die Preise zu übergeben. Die ersten Leute treten vor, dürfen sich jetzt schon das ein oder andere mit abholen. Und auch der gute Mod Cyrector, der bis zum Ende durchgehalten hat, bekommt das ein oder andere mit überreicht. Paladin Chris hat sich etwas Besonderes überlegt. Er freut sich so sehr, dass er sich ebenfalls in einen Power Ranger verwandelt. Und wieder zurück. Meine Lieben, das war die Preisübergabe. Aber was macht Bisu? Der wird von BHL erstmal ins Gefängnis gesteckt. Er hat versagt und muss nun dafür bluten. So schnell kann sich das Blatt wenden, lieber Bisu. Bisu Zimt, aka der Falschspieler, bleibt im Gefängnis und BHL verabschiedet sich von euch. Doch kurze Zeit später kommt der Leiter des BHL-Clans und findet nur noch einen Kopf vor. Es scheint, als wäre Bisu geflohen und als wäre dies nicht die letzte Folge von Bisus Clan Crasher.